Singer bei Radio Bavaria. Schön, dass Sie gekommen sind, Frau Dinzinger. Wie Sie wissen, stellen wir Ihnen ein paar Fragen. Und Sie können bei Der Preis ist heiß eine Überraschungsreise gewinnen. Kann ich das nicht vorher erfahren? Vielleicht mag ich den Preis ja gar nicht. Leider, leider, nein, liebe Frau Dinzinger. Trara, trara, los geht's. Was bedeutet das Wort Leitbild? Hä? Leitbild. Ja. Leitbild. Ich kenne bloß eine Leitkur. Aber das meinen Sie wahrscheinlich nicht, gell? Leitbild. Ja, halt ein Bild von den Leit, die wo da drauf sind, auf dem Bild. Ja, das wäre jetzt eher die bayerische Version von Leute. Aber das hier ist Hochdeutsch, Frau Dinzinger, und kommt von Leiten. Verstehen Sie? Ah ja, schon. Aber Sie heißen doch Radio Bavaria. Verstehen Sie da kein Bayerisch? Doch, ich verstehe Sie schon, aber es geht doch um das Wort und was damit gemeint ist. Verstehen Sie? Ach so, ja, nachher, also leiten. Das ist, wann die Glocken leiten. Nein, liebe beste Frau Dinzinger, das ist auch wieder eine bayerische Übersetzung. Da haben Sie völlig recht, das gibt es, das passiert. Aber wir meinen, dass Leiten wie führen, verstehen Sie? So das, sagt mit. Aber das ist ja dann doch das mit der Leitkur, die wo die anderen quasi führen tut. Liebe Frau Dinzinger, ja, schon irgendwie sowas in der Richtung, nur noch etwas genauer. Also, Sie meinen den Leithammi, den großen Boss. Ach, nun gehört schon auch der dahin, aber es handelt sich hier doch um ein Doppelwort. Leitbild, Leitkultur, Leitprozess. Na, schnackelt's jetzt bei Ihnen? Ah, jetzt sind wir beieinander mit der Leitkultur. Da kenne ich mich aus. Da bin ich daheim quasi. Wenn Deutschland sagt, wir sind die Besten und ihr müsst es auch so machen wie wir und gescheit Deutsch lernen und so und wir uns alles recht schön hinreden und rosa anmalen, dann nennt man das eine Leitkultur, wo die anderen drunter leiden müssen. Das war dann das Leitbild, gell's? Und das geistert ja in der modernen Geschäftswelt auch überall umeinander. Mit zuckersüßen Worten wird einem der ganze Schmarrn neiblosen, gell? Das ist ja dann die New-Hierarchie, die flache, die, mei, da kannte mich sowas von giften. Sieh, das sag ich einer. Trara, trara, von Dinzinger, beruhigen Sie sich. Doch bitte, Sie haben gewonnen. Bravo, bravissimo. Sie waren wunderbar. So, und was war es nachher, der Superpreis? Lassen Sie mich nachschauen. Was sehe ich da? Wie fantastisch. Ein Wochenende in Leitbrimselbranz, inkludiert mit einem Leitbildseminar. Ich beglückwünsche Sie. Ah, du heiliger Strohsack, ein Leitbildseminar und das auch nur in Preisen. Na, Sie, das können Sie selber hinfahren. Tut einer bestimmt gut. Ich hab doch gesagt, ich will es vorher wissen, von wegen der Preis ist heiß. Der Preis ist ein Scheiß.